Servus, schön, dass ihr wieder reinschaut, hier zu The Planet Crafter. Leute, schaut mal, unser geiler See. Er wächst beträchtlich und ziemlich schnell. Und unser Algengenerator da drin leistet auch ganze Arbeit. Lasst uns mal schauen. Tatsächlich, man kann hier Algen einsammeln. Oh, wie geil. Wie geil. So, perfekt. Das wollte ich mit euch schnell schauen. Verliert man hier Luft? Nee. Na gut, bringt ja auch nichts. Das bedeutet, hier wird wahrscheinlich alles überflutet werden, oder? Schätze ich. Bis die Kapsel irgendwann weg sein wird. Dann lasst uns jetzt mal... Oh, die Algen sehen nice aus. Lasst uns jetzt mal kurz... Bis hier weg. Ja. Samen daraus. Weg, 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 weg. Weg. Perfekt. Ja, das wäre unsere Unterwasserkraftwerke. Ja, ne, die lassen wir tatsächlich stehen. Und hier... Wir haben sogar noch ein bisschen Platz. Und diese Blumen, die wir da aufgestellt gehabt haben, die werden wir hier wieder bauen. Und zwar in den Innenhof mit dem T3. Zumindest Bude werden wir da bauen. Wasser, Alu fehlt. Alu und Magnesium. Eis haben wir da rausgegeben. Oh, pass auf, dann kann ich aber Wasser machen. Genau, perfekt. Dann haben wir hier für den Dreier noch Silly Alu Magnesium. Wie viel brauchen wir? 3 Stück haben wir abgebaut, gell? 1, 2, 3. Silly haben wir 3 Stück. Magnesium haben wir 3 Stück. Ah, Silly brauchen wir 6 Stück. Hab ich gerade gedacht. Also noch 3 Silly und 2 Alu. Ins 2. Hier schon wieder voll. Bams. Hab ich schon wieder vergessen. Mann, mein Spatzen hier. Ah, 3 Silly wollte ich noch. 2, 3. Genau. Dann kann ich jetzt nämlich 3 Stück in den Innenhof bauen. Und euch gleichzeitig auch noch zeigen, was ich getan habe. So, du kommst da rein auf jeden Fall. Und dich haben wir schon. Das heißt, ihr zwei kommt darüber. Dann haben wir unsere 3 Blümchen. Sehr geil. Ich habe hier noch einen zweiten Raum hingebaut. Hab hier quasi unsere Auberginenproduktion. Ja, sind sogar schon ziemlich weit. Einmal hier Auberginenschrank und hier habe ich alles, was wir dann essen können, vorerst. Ja, ich sage extra vorerst, wir haben hier die Schränke, aber die Dinger produzieren ja sowieso schneller, als wir Hunger bekommen. Von dem her passt es, glaube ich, ganz gut. Ich denke nicht, dass wir da irgendwie in Notstand kommen werden. Sage ich jetzt einfach mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Wisst ihr, wie ich meine? Jetzt habe ich jetzt nur 2 Alu mitgenommen. Bin ich schon wieder bekloppt? Mann, 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 ey. Di-di-di-di, noch ein Alu. Und wieder herum um die schönen Blumen. Die gefallen mir tatsächlich richtig gut. So. Wieso habe ich die jetzt so blöd unsynchron dahingestellt? Weiß auch kein Mensch. So, sehr gut. Naja, egal. Sehr, sehr geil. Dann haben wir das erledigt. Und ja, wie viel Energie? Noch 80 Megawatt. Nice. Dann entschlüsseln wir das hier. Jetpack T3. Oh yes, Baby. Das wird unser nächstes. Wie sieht's denn hier aus? Luftdruck?
Jo, das sind wir noch weit entfernt, obwohl der ziemlich gut läuft. Wärme sind wir auch noch weit entfernt. Oh, jo, jo. Wird wohl erstmal noch ein bisschen dauern. Seewasser sammeln, okay. Okay. Ja, das ist aber gar nicht schlecht. Dann haben wir genug Zeit, um... Ausflüge zu machen und so. Finde ich gar nicht schlecht. Jetzt pass mal auf, jetzt möchte ich doch noch mal kurz reingucken. Bohrer Stufe 4, das wollte ich nicht. Wo ist denn hier? Ich habe doch da gesehen, ja, hier kommt der Erzextraktor bei 364 Luftdruck. Luftdruck, was macht Luftdruck? Du machst Luftdruck. Du machst keinen Luftdruck. Er macht Luftdruck 15 pro Sekunde, er macht 17 pro Sekunde. Kostet 8,5. Noch zwei Eisen und zwei Alu. Sollen wir so noch einen aufbauen? Oder wir ballern einfach nochmal eine Rakete weg. Kernreaktor, Saatgutstreuer. Gasextraktor extrahiert automatisch Gase aus dem Untergrund. Was? Macht er dann Sauerstoffdinger oder was? Superlegierungsstab, jo, genau. Wasserfilter ermöglicht das Trinken direkt aus Seen. Nee, möchte ich nicht. Muss nicht sein, ey. Okay, gut. Was wollten wir? Jetpack. Osmium. Zeig mal her. Sehen sind bei 17%, knapp 18%. Und das Licht aus, dass man was sieht. Danke. 3,1 Kilo Biomasse. Wann kam das nächste Biomasse-Teil? Bei 25, der Algengenerator 2. Okay, hat auch noch Zeit. Dann lasst uns nochmal einen Algengenerator aufbauen. Kunststoff, Aubergine, Superlegierung, Wasser. Habe ich auch nochmal ein bisschen gefarmt hier. Ja. Ihr seht's ja, hält nicht so lange. Hält leider nicht so lange. Was war es jetzt noch? Ein Wasser, gell? Und eine Aubergine. Können wir euch schon ernten? 78%, okay. Zack. Und Water. Der Kollege hier geht richtig ab. Und dann kommst du natürlich hier vorne bei uns irgendwo hin. Bams. Perfekt. So, Leute. Bis zu dem. Dann würde ich sagen, den Chiphammer, die Algen müssen wir noch wegbringen. Erstmal leer räumen. Das raus. Das raus. Nee, das Kobalt behalten wir. Nimm dann mal noch zwei mit. Ich möchte nämlich jetzt gern das Titan muss ich auch mitnehmen. Sollen wir den müssen wir auch noch bauen, gell? Zwei Eisen, drei Eisen, zwei Titan, drei Eisen und ein Silly. So. So, drei. Sehr gut. Dann brauchen wir das hier, vorsichtshalber. Die vier Algen, die schmeißen wir jetzt mal noch kurz da rein. Genau, dann müssen wir uns noch kurz stärken. Mann. Auf was hat das denn Bock? Komm, mal was. Nehmen wir einen Pilz. Und... Halt, halt, halt. Also, gierig werden brauchst du ja nicht.
Zwei Bohnen und zwei Kürbisse, genau. So, hier müsste mittlerweile wieder ein Wasser drin sein. Einwandfrei. So, Leute. Unser Ziel sind diese coolen Sandfälle. Die haben es mir letztes Mal so angetan, ich möchte die unbedingt erkunden. Ich muss sehen, was da drin ist oder was sich da verbirgt. Das war so geil, das hat mir Gänsehaut gemacht, die Atmosphäre da war cool, das sah mega nice aus. Dann habe ich mir gedacht, gibt es heute einfach unser Ausflugsziel. Was ist eigentlich hier los? Schmilzt bei 100 NK, du bist schon lang weg eigentlich, Kollege. So, dann war es hier durch. Oder? Es war hier durch und dann da hinten. Sollen wir hier mal durchschauen? Wir haben ja jetzt alles dabei. Guckt euch das an, wie geil. Boah, ist das geil. Nice, richtig nice. Kommt man da auch irgendwie von oben hin? Richtig schöner Loot auch. Okay, aber so mega viel scheint hier gar nicht zu sein. Den Loot hier nehmen wir natürlich auch noch mit. Den nehmen wir nicht. War nur ein Spaß, war nur ein Spaß. So, gibt es hier irgendwas Verstecktes in den Fällen? Hier gibt es doch garantiert was, oder? Ich sehe nichts. Ich dann mache, wird es auch nicht besser. Ich laufe hier mal so entlang. Hier was? Eingangstechnisch oder so? Nö. Nur ein Fels. Was bist du? Nice. Nice. Jo, kann man hier einen Extraktor aufbauen und kriegt Superlegierung? Das wäre natürlich richtig, richtig cool. Okay, das kriegt man auf jeden Fall. Was ist jetzt passiert? Nach oben können wir nicht. Irgendwo rein. Es ist so ganz komisch rot. Rein können wir auch nirgends. Gehen wir ein Stück weg. Ja, 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 wir haben ja noch jede Menge Sand vor uns. Jo. Eine Höhle Osmium. Oh, guck mal, was da passiert. Schätzelein. Schwefel lassen wir mal liegen. Das haben wir nämlich ein bisschen auf Vorrat zu Hause. Alter, jawohl. Ach nö. Also die müssen mit, das muss mit, das muss mit. Vier Plätze brauchen wir. Welche Kandidaten haben denn Bock auszusteigen? Eins, zwei. Eins, zwei. Boah, wenn ich das jetzt wegwirf. Aber wir haben noch eine Sauerstoffkapsel, richtig? Richtig. Dann können die Titans eigentlich hier bleiben. Eins, zwei. Dann hätten wir noch einen Platz. Ja, ja, ja. Und der eine Platz ist schon vergeben. Okay, jetzt haben wir natürlich ziemlich schnell diese Höhle hier entdeckt. Gibt es hier noch was? Irgendwie wieder so eine komische Leiter, wie wir vorgestern, glaube ich, war es, gefunden haben ins Nichts. Ne, es scheint tatsächlich nur dieser etwas kleinere Abschnitt zu sein. Und wo ist das hier mittendrin eigentlich? Boah, guckt euch das an, wie geil! Wie rot!
Was fliegt da? Ich weiß es nicht. Gibt's hier noch was? Auf jeden Fall gibt es hier Superlegierung. Ohne Ende. Ja gut, ohne Ende ist auch übertrieben, aber es gibt hier Superlegion. So, hab das. Was kannst du? Noch eine Superlegion kannst du. Ja dann bleibt er hier. Was sind wir jetzt? Ah, jetzt sind wir wieder beim Schwefel, okay. Das heißt, da geht's auch rum. Wenn wir jetzt außen rum gehen, das probieren wir jetzt gleich mal. Das möchte ich jetzt wissen. Wir machen schnell die Taschen leer. Und dann gehen wir außen rum. Und dann möchte ich mir anschauen, ob man nicht von oben an die Felle noch drankommt. Ob da noch irgendwas Cooles sein kann. Wisst ihr, wir gehen dann da hinten hoch. Müsste ja klappen. Wir waren nämlich auch noch nie weiter wie bis zum Raumschiff. Aber wir hatten natürlich auch noch nie ein Jetpack. Als wir da oben waren, zumindest noch nie. Ja. So. Hier rein. Der Eisenschrank ist sowieso voll. Das kann hier raus. Magnesium haben wir keins, aber hier haben wir jede Menge. Boah, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt, Leute. Seht ihr, Schwefel haben wir echt genug. Sonst kommt ja noch ein welcher dazu sogar. Legierung, sehr geil. Alu haben wir eins. Dünger, Silly haben wir noch und Iridium. Iridium, Silly. Ah, hier. Sehr gut. Oh, und wir haben den Stab noch. Bams. Gut. Dünger. Brauchen wir jetzt dann auch einen extra Schrank mit dem Dünger und mit den Algen. Den Chip machen wir auch erstmal da rein. Wir gehen jetzt los direkt. Den Chip können wir auch noch später aufdecken. Jo, wird doch schon richtig nice hier mit dem See. Ich hoffe natürlich, dass wir weit genug weg sind davon. Das ist noch eine kleine Sorge von mir. Oh, Alterle, jetzt bist du... Nee, du hast sie noch, okay. Nicht hängen bleiben. Immer vorwärts. So, an dem Raumschiff waren wir durch, gell? Da gab es nichts mehr zu erkunden. Jetzt war eben mein Gedanke. Kommen wir hier irgendwie oben drüber? Oh oh. Wir sind in die Welt geglitscht. Oh oh, wir sind ins Schiff geglitscht. Oh no. Fang dich. Okay. Gut, das war nicht so erfolgreich. Pass mal auf. War jetzt hier irgendwas verrutscht? Und wir was riskieren. Ein Silizium noch. Wird hier schon irgendwo liegen. Das ist alles Titan, Eisen. Da geht's auch nicht lang. Ist da eine Höhle? Nee, aber hier fliegt ein Magnesium. Na dann. Bleib standhaft, Großer. So, hier ist noch eins. So. Was war das? Jo, eine goldene Kiste.
Nice. Oh, gut, dass ich das jetzt hier so glänzen sehen habe. Das war jetzt geil. Perfekt. So, nichtsdestotrotz. Haben wir jetzt dann eh keinen Platz mehr, oder? Ah ja, doch, easy. Gar kein Problem. Und, das könnten wir dann auch noch machen. Eine Vitrine aufbauen für uns goldene Statue. Jetzt haben wir ja schon drei, oder? Ich meine, drei müssten wir haben. So, kurz Luft geschnappt. War jetzt natürlich ungünstig, dass ich den... Ups, so. Oh, hier ist auch noch Silizium drin. So. Lasst uns mal schauen, ob wir mittlerweile hier durchkommen. Ich meine nämlich, dass hier hinten zu war. Ja, hier ist immer noch zu. Ja, dann sind wir vielleicht einfach noch zu früh. Sind wir wahrscheinlich einfach noch zu früh. Was braucht der hier? 5 Mikrokar. Schade. Wie viel Platz haben wir noch? Ja, komm. Und pack das Osmium noch ein. Auch das, was sich im Boden versteckt. Ach okay, es ist aber schon fleißig am Schmelzen. Wir brauchen einfach nur noch ein bisschen Zeit. Denke ich, oder? Kommen wir da hoch? Okay, wo geht's hier lang? Hallo? Wo sind wir? Fühlt sich gerade gar nicht nice an hier oben. Es geht da nach hinten. Und es geht hier lang. Wie weit geht es hier lang? Bis hier. Wenn wir jetzt da runter gehen, kommen wir nicht mehr zurück. Das ist natürlich die Frage, wo gehen wir hin? Hier lang oder da lang? Da lang geht's heim. Oh. Okay. Das war vielleicht der falsche Weg. Jo, hier glitschen wir einfach durch. Oh nö. Oh, die glitschi-glitschi-Wolke hier. Erstmal überall durchgeglitscht. Wo sind wir denn jetzt daheim? Jetzt müssen wir tatsächlich aufpassen. Rot wäre unser daheim. Wo sind, was ist jetzt hier los? Hier steht einfach nur Wasser. Ich glaube, wir sollten hier nicht sein. Ich vermute es stark. Da drüben wäre was. Da kommen wir aber nicht mehr hin. Oh oh. Oh, wie kommen wir jetzt wieder zurück, Leute? Da glitschen wir auch durch. Aber es ist so ein harter Grund. Also da kann man nicht durch. Man kann nicht komplett durch die Welt fallen, jedenfalls. Aber wie kommen wir jetzt wieder zurück? Möchte hier drunter durch? Ja. Hier durch. Ja, das sah gut aus. Lassen wir uns da durch. Ach komm schon. Hier ist doch die Höhle. Lass uns irgendwie in die Höhle. Da
Das hier gut? Nee. Jo, jetzt haben wir hier eine wie glitsche ich mich zurück in die Weltfolge. Erst wie glitsche ich mich raus und dann wie glitsche ich mich wieder rein. Wenn ich jetzt halt orientiert wäre, aber jetzt wird es auch noch dunkel. Ich sehe gerade... Oh. Nee, 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 das ist nicht gut. Wo sind wir denn daheim? Hier sind wir daheim. Hier, wenn wir hier runter gehen, dann sind wir zurück. Yo, wir sind back in life und auf der Map. Sehr geil. Was gibt's hier? Nix. Einfach nur ein großes Nix. Ah ja. Also Memo an uns selbst. Es gibt Orte, an denen sollten wir nicht sein. Oh yeah. Geht's hier lang? Wo sind wir jetzt? Komplett ab vom Schuss, oder? Ne, die Kiste sieht aus, als wären wir schon dran gewesen. Aber wir haben hier noch gar keinen Marker und nix. Hier gibt's aber tatsächlich Blut. Lass uns mal kurz in Richtung Marker gehen. Blau war die eine Höhle. Da vorne ist Riesenrad. Okay, wir sind einfach nur am Riesenrad rechts. Ich weiß, ich bin ein Schisser, aber sicher ist sicher. Halt. So rum. Am Riesenrad rechts, ja. Am Riesenrad rechts ist sehr gut. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir da hinkommen. Aber hier scheint es ein bisschen einödig zu werden, oder? Hier verändert sich die komplette Welt, ey. Nee, ich will da schon mal reinschauen, bevor ich was zerleg. Yo. Richtig miese Stimmung irgendwie. So kalt und karg und bläh. Hallo? Du, wenn hier schon jemand was gebaut hat, dann bauen wir doch gerade was dazu. Silly brauchen wir noch. Hier gibt's wieder einen Bunker. Können wir dich abbauen? Nee. Yo! Was eine geile Kiste. Ach nee, und wir haben schon wieder die Taschen voll, ey. Aro, du lernst aber auch nicht. Du lernst einfach nicht, mal mit leeren Taschen loszuziehen, ohne Witz. Ja, du hast nicht mehr genug Platz, um... Mann, hier ist jemand gelandet, oder? Ja, natürlich ist hier jemand gelandet. So, schmeiß das raus. Nachricht. Willkommen auf deinem zugewiesenen Planeten. Deine Mission ist es, den Terraforming-Prozess dieser Welt voranzutreiben. Erzeuge dazu O2, Hitze und Luftdruck. Jo, das ist schon dieselbe Nachricht wie bei uns. Was wollte ich? Ich wollte jetzt aber drei Eisen wollte ich schnell.
Da ist eins. Sivi brauchen wir auch. Nein, nein, das war dumm. Weiß es raus. Drei Eisen brauchst du jetzt. Und hör auf, wieder was anderes einzusammeln. Mann, Mann, Mann. So. Perfekt. Dann kannst du jetzt in deine Hütte. Ja, genau. Einen Schrank sollst du bauen, Kollege. Zack. So, dann. Der kommt auf jeden Fall mit. Das kann hier bleiben. Super Legierung, Wahnsinn. Zack, zack. Ja. So. So. Okay, dann lasst uns hier mal schnell ein bisschen oberflächlich drüber stiefeln. Mal schauen, was es so gibt. Kann man nicht abbauen. Ein Haufen Eisen. Das nehmen wir doch mit. Bauen uns einen zweiten Schrank. Damit wir schön so viel Loot sammeln, dass wir nachher überhaupt nicht mehr wissen, was wir jetzt mitnehmen sollen. Ist das eine Idee? Das ist doch eine tolle Idee. Okay, Leute, passt auf. Hier ist noch so ein Bunker. Da gehen wir dann in der nächsten Folge zusammen rein. Hier war ja nichts mehr, oder? Ne, hier ist nur er. Und da hatten wir alles Wichtige. So gut wie. Genau, in der nächsten Folge gehen wir hier in den Bunker runter. Schauen wir uns da unten mal in aller Gemütlichkeit um. Ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder am Start. Danke euch jedenfalls, dass ihr da hier dabei wart. Macht's gut. Ciao.